Schau mal, wie viele. Super, 140 Gramm. Toll, was ist das? Ja, toll. Wie ist das? Guten Morgen. Guten Morgen. Wollen wir dich erstmal wiegen? Tarieren. Guck mal, abfeilen. Ja, klar, 125. Komm. Und auf. Supi. Prima, jetzt halte ich dir das Füßchen fest, dann geht das. Ja, ja, alles okay. Ist alles okay. Also, der wiegt wenig, ne? Ja, 125 hat er. Also der ist jetzt auch nicht mager, ne? Der ist auch ganz normal und gut ernährt. Der hat einfach eine etwas andere Statur. Okay. Das ist das Einzige, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ne? Jedes Tier ist ein Individuum und er wird voraussichtlich auch nie schwerer werden als sie. Ne? Der ist einfach ein bisschen zarter beseitet. So. Dann horchen wir dich mal ab. Das ist nicht schlimm. Super, schau mal, ein Pfötchen haben wir schon fertig. Kommt noch das nächste. Hoppala, da geblieben. So, schau. Das Füßchen brauche ich nicht verstecken. Gut. In den perfekten klimatischen Bedingungen, die da ja vorherrschen, gab es dennoch auch da einzelne Vögel, die ein Rupfverhalten gezeigt haben. Man muss ja wirklich sagen, also besser als im Loro-Park geht es ja gar nicht. Die können ja sommers wie winters unter diesen tollen Klimabedingungen in den Außenvolieren leben, werden perfekt ernährt, angepasst an die Jahreszeiten und trotz alledem. Ne? Also da spielen so viele Faktoren eine Rolle und manchmal sind es Faktoren, die wir einfach nicht ausklamüsert bekommen. Warum? Okay. Super. Ganz ein tapferer Junge.